Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mod Salsa. Mit dabei habe ich diesmal den Sarah. Hallo. So. Es gab ein kleines Modpack-Update und zwar, wie man sieht, gibt es die Beta-Chests nicht mehr. Ja, war jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht mehr die Chance hatte, meine Beta-Chests auszuleeren. Aber ich habe mir da schon ein paar Gedanken zu gemacht und zwar gibt es von Ender.io die sogenannte Farming Station. Ist nicht so ganz billig, mit hier Pulsating Crystal, aber sollte machbar sein. Ist halt noch erweiterbar, bloß worüber ich mir momentan ein paar mehr Gedanken mache, ist hier über die Energieversorgung. Und da hat man jetzt gerade eben schon gesehen, da wollte ich jetzt mal langsam gucken, dass ich mir eine Ender Thermic Pump mache und die eben da aufstelle. Sollte machbar sein mit den Ressourcen, die wir haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Lava-Eimer haben. Nun gut. Ah, da ist auch. Also ich ein Modpack habe ich noch nie benutzt, damit du gerade gesagt hast. Was meinst du jetzt? Ja, Better Chest. Ja, es war halt die einzige Möglichkeit, erstmal richtig die Magical Crops zu automatisieren. Deswegen habe ich halt sehr stark damit rumgespielt. Okay. So, ich mache jetzt aber erstmal hier die Endothermic Pump fertig. Vienna Infused Dingenskirchen. Ich brauche noch ein Enderauge. Ja. Hallo! Hallo! Na, ihr geilen Säcke? Wieso war mir das jetzt klar, dass sie wieder in meine Aufnahme reinplatzt? Also, bist du in der Aufnahme drin, ne? Ja. Sehr schön. Hallo, ich bin am Wischu sein. Das war am Wischus PC. Nein, starte die Aufnahme am besten mal neu. Ich bin schon so circa 2-3 Minuten drin. Ja, starte am besten neu. Ach, scheiß drauf, ich lasse ihn einfach durchlaufen. Was? Ist ja schon mittlerweile bekannt, dass bei mir die Aufnahme gerne mal kriegst. Wie bitte? Ach, leck mich. Ich hab den nicht verstanden, weil ich hier mit diesem Headset nicht klarkomme. Deswegen sag ich ja von wegen, Ich hab gesagt, es ist immer, weil bei mir ist bekannt, dass du gerne mal die Aufnahme crashst. Ja. Achso. So. Der startet am besten neu. Weil dann gehe ich nämlich erstmal jetzt mir mit dem Wischus-Account erstmal raus. Jo. Ja, alles klar. Bis später. Jo, ciao. Ciao. Geh weg. Ich lasse jetzt die Aufnahme aber trotzdem weiterlaufen. Hab gerade keinen Bock, die Aufnahme neu zu starten. So, oh mein Gott. Da, so. Und ich wette, ich hab's verkackt, richtig. So, Endothermic Pump. So. Die Endothermic Pump braucht auch noch ein bisschen Energie. Würde ich sagen, mach mal Magmatic Dynamo. Wenn wir sich schon da im Nether aufstellen. Das ist Invar. Wie viel brauchen wir? Wie viel kriegen wir? Wenn wir das so machen. 3 Stück. 4, 8. Okay. Das war. Ich nehme mal jetzt 7 Ferris mit. Und das war noch Ivan, wenn ich mich recht erinnere. Das ist aber das einzigste Rezept, das ich immer wieder verkacke von der Mischung. Invar. Ja, 2 Ivan war's. So, noch der Iron. Ja, was mache ich heute? Kannst ja mit einem Mod anfangen, und so was Magiemäßiges. Na, ich habe wohl noch Sachen, die ich fertigstellen könnte, aber ich habe da gerade noch einen Plan, noch die Liste zu. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist halt wieder die neue Automatisierung von den Magical Crops und dann wollte ich später mal weitermachen mit Blood Magic. Blood Magic? Mhm. Was denn? Du opferst quasi Blut, um Zauber zu wirken. Ach du Scheiße. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich relativ simpel und spaßig. Machen wir schon mal was Invar. Ich habe mir gestern ein neues Gebäude ausgedacht, was ich bauen könnte. Aber es ist ziemlich groß. Ja, was ich auf jeden Fall nochmal machen muss, ist meine Monsterfalle. Das gefällt mir immer noch nicht so richtig.
Die muss ich nochmal schön bauen. So, nochmal zwei, dann haben wir schon mal alles zusammen. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt zwei Eisenbarren. So, das Inver angelegt. Eine Redstone, keine Ahnung, Coil, wie die Holz, kriege ich da richtig aus. Transmission war das, glaube ich, jo. Das Inver angelegt. So, und Redstone. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich die ganze Kacke rüber transportiere. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir es mit einem Tesseract machen. Dafür oh. Ja. Jetzt fängt es schon an. Jetzt brauchen wir doch noch ein bisschen mehr von Thermal Expansion. Da braucht man einen Induction Smelter. Nein, nicht. Alter, der ist, der hat auf dem Dach von unserem Industriegebäude, keine Ahnung, 100 Windräder stehen oder so. Ach du Kacke. Voll übel. Ja, ich hatte jetzt erstmal für mich erstmal so einen Turm gebaut. Allein für Magical Crops. Zinn, Glas und so. Gut. Ich habe kein Glas mehr. Gut. Ich schmeiß mal noch das Kabel rein. Ich könnte ja auch noch mal ein bisschen Kohle reinschmeißen, damit noch was nachgeheizt wird. Nehmen wir mal 8 mit. Gut, gut. Was mir Zigorin eben nochmal gesagt hatte, ist, es gibt jetzt auf dem Server auch ein paar Quests, aber das Problem ist, wie man hier so schön sieht, es gibt keine Belohnung dafür, das hat er vergessen. Ja. Aber naja, lässt sich ja bestimmt noch einrichten. Machen wir erstmal hier den Induktionsmelter fertig. Das war jetzt Sinn oder natürlich nicht. Stein. Eisen. Okay. Dann braucht man noch einmal, aber Inver und Kupfer und da da. Okay. Hat man nicht sogar noch eins davon über gehabt? Nee, hat man nicht. Okay. Okay. Redstone Reception Coil. Und wie geht denn da das Kupfer aus? Muss ich auch nochmal was machen. So, so, so und so, Induktionsmelder. Den knacken wir jetzt nochmal dran. Konfiguration aus. So, für einen Tesseract brauchen wir Hardened Glass. Das geht ja nicht ernsthaft auch mit Fused Quartz. Ach egal, wir brauchen ja trotzdem noch den für das Enderium. Da brauchen wir brauchen auch noch ein Magma Crucible, oh Mann. Gut, bauen wir auch schon direkt den Magma Crucible. Nicht so ein Energy Cell Frame. Hm. Gut, machen wir schon mal den Energy Frame.
Das war einmal so Redstone, Glas und Lead. Habe ich mal den. Dann brauchen wir noch Glas für den Machine Frame. Nether Bricks haben wir, glaube ich, gar nicht. Aber das lässt sich einrichten. Entschuldigung, musst du kurz husten? Bitte, was sagst du? Ich hatte mich kurz gemutet, musst du husten. So. Ich musste husten. Ich habe es noch weniger verstanden. Ich habe im Grunde die Hälfte mitgekriegt. Okay. So, warum sollte ich husten müssen? So. Wieso verstehst du so viel schlecht? Vielleicht bist du recht leise eingeschaltet, wenn man. Sag mal was. So, jetzt besser? Ja, scheint wohl. Ja, okay. Wieso habe ich jetzt 4 Netherbricks gemacht? Ich brauche doch nur 2. Egal. So. Schön, dass ich den weggemacht habe. Hat Rezept. Nochmal Redstone Reception Call. Brauche aber erstmal wieder ein Zinnzahnrad. So, Iron und Glas. Die Zinsanräder. Und da die Keule. So. Na, so. Und dann so, und wir haben schon mal den Magma Crucible und dann brauchen wir noch einen Fluid Transposer. Und das auch, da war ja relativ günstig. Mach mal direkt nochmal. So, nochmal das Eisen. Und dann sollte das jetzt auch schon das gewesen sein. Nur noch aufstellen. Einmal, zweimal. Machen wir noch den Ausgang und hier den Eingang. So. Jetzt brauche ich aber erstmal für einen Tesseract brauchen wir Hardened Glass. Das ist einmal Obsidian Dust und Lead. Würde ich sagen, Obsidian haben wir ja noch ein bisschen da. Ah, nehmen wir schon gleich ein bisschen Lead mit. Könnten wir dann erstmal hier zerstückeln. Oh, kriegen wir sogar 4 raus. Sehr schön. Ich schmeiß mal das schon mal zusammen. Aber auch mal ein bisschen Handglas. Ja,
da brauchen wir noch ein bisschen mehr Strom drauf. Heiz das nochmal durch. So, jetzt, wo wir das Handglas haben, können wir schon quasi den Tesseract fast fertig machen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der würde sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Minecraft Mod sah. Bis dahin, tschö! Ciao.